Guten Abend, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ja, ich hatte eigentlich schon mal angefangen, aber als ich schon so ein ganzes Stück weit war mit dem Video, kam der Anruf von meiner Schwester, dass er vorbeikommen wollte. Ich habe es euch jetzt ja schon selber persönlich gesagt, aber ich tue es nochmal hier offiziell vor aller Welt. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich so ein bisschen krantlich wurde, weil gerade sie in mein Video reingeplatzt ist. Aber es ist momentan schlimm. Draußen ist, vielleicht hat man es gestern schon mitbekommen, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr auf dem Video, großes Arbeiten an der Straßenbahn. Dann haben sie vorhin noch Bäume im Stadtpark verschnitten. Also sollten Nebengeräusche sein. Ich habe alles dicht gemacht und zugemacht, aber man, also ich höre es zumindest immer noch, das Brummen und Knattern. Ja, das dazu. Deswegen bin ich jetzt erst richtig spät dran, sonst wäre das Video schon lange fertig. Aber wie gesagt, Entschuldigung nochmal Marion, war nicht so gemeint. Es war so aus der Situation heraus. Ja, heute kommen wir zur 179. Geschichtsstunde von Egon. Und ich hoffe, ich krieg's nochmal so gut hin wie vorhin. Ich will nochmal ein paar Sachen vorher davor schieben, um einige Sachen mal deutlicher werden zu lassen, was meine Intentionen sind. Und ja, nur noch mal kurz, Jahr 1931 hat man ja gestern abgeschlossen, heute geht es dann mit dem Jahr 1932 weiter. Hat eigentlich drei Doppelseiten und ich gehe davon aus, dass ich das in drei Videos durchbekomme. Aber da ich heute mal was vorschieben will, was vielleicht länger dauern könnte, kann es passieren, dass ich heute nicht so viel Doppelzeiten mache und dann doch irgendwie das anders aufteile. Aber das ist mir zu wichtig, um das weiter nach hinten zu schieben. Hat ja vielleicht jeder schon mal ein bisschen mitbekommen, was gestern, dass ich gestern sehr, sehr kritisch bei der AfD war, was davon ausging in meinen Kommentaren, was davon ausgeht, dass schon wieder der große Ausschluss und die nächste Canceln eines ganzen Verbandes vorgesehen ist, weil angeblich menschenverachtende Rechtsradikale drin sind. Und die müssen natürlich jetzt alle ausgeschlossen werden, sonst müssen wir den ganzen Verband auflösen. Ja, liebe AfD, ich habe nichts dagegen, wenn man vielleicht Leute, die, sagen wir mal, sich nicht so gut, oder wie soll ich das ausdrücken, ja, die Wahrheit soll jedem gestattet sein. Ob sie nun manchmal ausfälliger ist oder nicht, ist die andere Sache. Und ob nun jeder gleich großer Amtsträger werden muss, ist auch die andere Sache. Aber was da momentan bei der AfD abläuft, tut mir leid, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Das ist für mich so eine rote Linie, die da absolut überschritten wird im Moment. Nur um diesem, ich sag's immer, weil es auch einfach so ist, wir müssen ja bloß nach Thüringen gucken, wer hier der Chef vom Verfassungsschutz ist. Diese Zionisten-Gestapo, die jeden Deutschen oder die darüber mittlerweile entscheidet, welche Parteien hier in Deutschland antreten darf, welche Parteien Gelder kriegen, welcher Deutsche in Parlamenten sitzen darf. Wir sind mittlerweile wie in Amerika, wo auch die AIPAC entscheidet, wer ins Weiße Haus einzieht und wer nicht. Bloß hier noch viel schlimmer, dort wird es nicht verboten, sondern wird nur so gehetzt und gemacht gegen diese Leute, dass sie keine Chance haben. Hier wird gleich verboten und Geld eingezogen und sonst was. Werde ich nie akzeptieren, wenn die AfD dieses Spiel mitmacht und sich nicht standhaft dagegen wehrt, sondern einfach jetzt so eine total Säuberungsaktion in der AfD macht, dass am Ende nur noch weichgespülte AfDler übrig bleiben, die früher mal CDU und FDP waren. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir in 2 Jahren noch eine Diskussion über Migration haben bei der AfD, weil das könnte ja dann auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wenn man sich dazu äußert. Deswegen kurzum, das zu dieser Kritik und die wird auch weitergehen, solange bis die AfD sich da wieder ein bisschen einkriegt. Bei der SPD gibt es auch Herr Sarrazin, gut, okay, den wollen sie auch immer ausschließen. Aber ich bin der Meinung, wer Mut zur Wahrheit gemacht hat, als seinen Slogan, sollte sich ja dran halten. Das ist mein Standpunkt, fertig aus. Jetzt zu der ganzen Sache, weil man ja, ich krieg's immer wieder mit, wenn ich das anspreche. Zum Beispiel ein gewisser Herr Bollinger, der meldet sich da immer wieder mal jetzt bei Facebook. Mir Judenhass unterstellen zu wollen oder sowas. Wer genau liest, der weiß oder wird feststellen, dass ich mich über die Art und Weise, wie sich Israel gebärdet, echauffiere, dass ich dort mal richtig rücke,
wie eigentlich die Ur wo eigentlich die Ursachen dieser Konflikte im Gazastreifen liegen, also nicht durch die Raketenschüsse von der Hamas Richtung Israel, sondern ganz tief begründet schon im letzten oder im vorletzten Jahrhundert, ne? Jeder, der die Geschichtsvideos von mir verfolgt hat, wird wissen, was ich meine. Und diesen Zionismus angreife. Ne? Und angeblich, und das wird ja immer so betont von dem einen oder anderen, mit dem ich dann mal im Messenger oder so, auch bei Verkakum im Nachrichtenportal diskutiere, die dann sagen, ja, ich kenne aber so viele Juden und die sind gut und bla bla bla. Mag ja alles sein. Aber warum tut ihr euch dann nicht endlich eurer Zionisten annehmen? So wie ich ja aus der Geschichte von euch irgendwie mitbekommen habe, gab es 12 Stämme Israels. Wahrscheinlich hat sich der Falsche durchgesetzt, nämlich die Extremisten, die es auch bei euch gibt. Und tut endlich mal eines tun, was ja uns verboten ist, weil wir ja dann sofort Antisemiten und Kriminelle sind. Nehmt euch diese Soros, diese Blumbergs und wie sie alle heißen, am Schopfe, präsentiert sie der Welt und sagt, das sind nicht unsere Leute. Das sind Leute, die Hass und Hetze verbreiten, die Völker spalten, die ein Völkerrecht entworfen haben, was mit Völkerrecht nichts zu tun hat, sondern nur mit einem Recht, den Zionismus auf der ganzen Welt ausbreiten zu dürfen. Denn wenn es ein Völkerrecht wäre, würden diese Zionisten wie ein Herr Soros akzeptieren, dass die Völker ein Recht auf Selbstbestimmung haben und sie nicht mit Migrationspakten, Flüchtlingspakten und allen möglichen Konventionen dazu zwingen, ihre Identität aufzugeben, indem man gerade bei uns immer betont, wie wichtig, wie verpflichtet wir wären, allen Möglichen aufzunehmen und zu Deutschen zu machen. Nein, das werden nie Deutsche sein, weil sie es gar nicht wir sein wollen. Das sehen wir ja immer wieder, ne? Und ich sage mal so, wenn ihr Deutsche sein wollt, diese sogenannten oder die selbst sich bezeichnenden Juden, die sich friedlich zusammenleben wollen, dann sorgt endlich dafür, dass diesen zionistischen Umtrieben ein Ende bereitet wird. Weil das sind die Leute, die Antisemitismus immer wieder schüren und nicht die, die sich gegen diese Zionisten auflehnen. Sorgt dafür, dass eure Extremisten aussortiert werden, dass sie an den Pranger gestellt werden und auch, dass ihre ergaunerten Gelder an der Börse, und der Herr Soros hat ja selber zugegeben, wie er zu seinem Geld gekommen ist, mit Spekulationen zum britischen Pfund etc., dass denen per Gesetz dieses Geld abgenommen wird, damit sie mit diesen Milliarden keine Unfug und kein sonst was mehr treiben können und Völker spalten können. Weil wir sehen es ja im Völkerrecht und momentan haben wir das beste Beispiel in der jetzigen Zeit. Völkerrecht gibt es nicht. Ne? Völkerrecht gibt es nicht. Das, was hier immer als Völkerrecht verkauft wird, ist einfach nur das Recht der Zionisten und ihrer Verbündeten, das durchzusetzen, was ihre zionistische Weltanschauung ist. Sonst nichts. Denn wenn es ein Völkerrecht gäbe, wie gesagt, würden sie akzeptieren das Wichtigste am Völkerrecht, nämlich das Recht der Völker auf Selbstbestimmung, wie ihre Länder selber wie man in ihren Ländern leben soll, wer dort leben darf, etc. Alles andere hat mit Völkerrecht nichts zu tun. Und das sehen wir am besten Beispiel jetzt im Nahen Osten, ne? Saudi-Arabien, die gegen jedes Völkerrecht verstoßen, die ein ganzes Volk ausmerzen im Moment im Jemen, denen wird das gestattet. Da kommen mal ab und an mahnende Worte, aber es passiert im Prinzip gar nichts, ne? Warum? Weil sie sich gut mit dem Zionisten Netanyahu und Israels Großmachtsplänen, ihrer paranoiden Verfolgungswahn vereinen. Ne? Die dürfen das. Ne? Wenn der Iran sagt, wir wollen uns eine Atombombe bauen, damit wir uns schützen können vor Übergriffen, wie man so schon oft genug von Amerikanern, die von der AIPAC geleitet werden, passiert sind, siehe Vietnam etc., dann ist das. Das sind das die Bösen, die Schlechten. Dann ist das kein Völkerrecht. Ne? Wenn die Russen in der Krim, die größtenteils fast nur Russen sind und was schon immer russisch war oder schon lange russisch war, zu Russland gehören wollen, ist das der Verstoß gegen das Völkerrecht. Wenn auf dem Balkan eine gewisse Gruppe namens Kosovo-Albaner meint, wir müssen uns ausgliedern aus Serbien, und die Serben sind aber eigentlich dagegen, weil auch dort viele Serben wohnen, dann ist das wieder kein Völkerrechtsbruch. Also wie gesagt,
kommt mir nicht immer mit dem Völkerrecht. Es gibt kein Völkerrecht. Völkerrecht ist das, der oberste Maxime, dass jedes Volk seine die Selbstbestimmung hat. Und die wird jedes Mal gerade durch diese zionistischen Kreise à la Blumberg, à la Rothschild, à la Soros aufgehoben. Ich hasse nicht die Juden, ich bin bloß gegen den Zionismus. Und wenn ihr diesen Antisemitismus, der immer wieder geschürt wird durch solche Leute wie Soros, loswerden wollt, dann macht euch zu einer Demo gegen Soros, seine Organisation in Berlin. Dann möchte ich nächste Woche tausende Juden vor seinem Domizil sehen, die dagegen diese Organisation demonstrieren, weil wir dürfen es ja nicht. Weil wenn wir das tun, sind wir ja Antisemiten. Und bei der AfD wird man dann ausgeschlossen, weil ich sehe auch keine Protestaktion der AfD gegen diesen Zionismus. Ne? Weil das ja auch so die Staatsräson Israel ist bei der AfD. Ne? Und wie gesagt, egal welches Land das ist, ob das Israel oder Guinea-Bissau ist, ich bin gegen jede Form von offensichtlichem Unrecht. Und das, was Israel momentan dort unten abzieht, ist Unrecht. Und wer das bestreitet, der ist kein Freund der Juden, sondern ein Schürer des Antisemitismus. Ja, und als letztes nochmal zu dem Thema Rechts, was rechtsradikal ist und was ja momentan bei der AfD alles so ausgeschlossen wird. Ich möchte nur so als Beispiel aus meinem eigenen Leben, wie man sowas hinbekommt. Ne? Ich war ja jahrelang Schiedsrichter und ich schwöre, ich habe nie irgendwo parteiisch gepfiffen. Ich habe Fehler gemacht, sicherlich den einen oder anderen Elfmeter gegeben, da vielleicht keiner war, mal abseits gepfiffen, was ganz wahr passiert. Ich habe keine Videotechnik oder sonstiges gehabt in den Klassen, wo ich gepfiffen habe. Aber einmal konnte ich es mir nicht nehmen lassen und das war mein letztes Spiel, wo ich in mir für selber schon beschlossen hatte, dass das mein letztes Spiel ist, habe ich mal einem in wirklich sprichwörtlich die rote Karte am Ende gezeigt, den ich schon aus der Lehre kannte, der immer so ein Stinker war, der versucht hat, die Leute zu provozieren, immer wieder mich gleich ein bisschen schon in der Berufsschule die große Klappe hatte und auch bei jedem Spiel, wenn er da mit auflief, wenn ich den Senior Spieler hatte. Ja, wie soll ich sagen, immer eine Spitze loslassen musste. Ich habe keine Regeln gebrochen, ich habe mich vollkommen an die Regeln gehalten und habe bloß halt jede Kleinigkeit bei ihm gepfiffen, weil ich wusste, irgendwann kommt der Ausraster, den ich wollte. Und nachdem ich schon mal gelb von mir bekommen hatte wegen einem Foul oder wegen Ziehen oder irgendwas war es, kam dann ja die zu massive Protestaktion von ihm gegen meine Pfiffe und dann konnte ich ihn vom Platz stellen. Ich schwöre, das war das einzige Mal, aber das konnte ich mir irgendwie nicht nehmen lassen. Also ich bin nicht gefeit davor, mal menschliche Reaktionen zu zeigen. Zumal, wie gesagt, ich wusste, dass ich das für mich mein letztes Spiel sein wird. Und genauso macht man das mit diesen Rechten. Wer sich für sein Land einsetzt, wer sich für Deutsche einsetzt, wer seine deutsche Kultur pflegen will, auch an alte, uralteste Tradition der Deutschen anschließen will, da wird als Rechter hingestellt. Dann werden Aktionen von diesen Leuten wie Kramer, das ist auch so ein, wo die gemäßigten Juden mal gegen protestieren sollten, dass der hier Verfassungsschutzchef ist. Das ist nämlich auch so ein Zionist, der Deutsche jagt und mit Absicht provoziert. Ist es so, dass oder ein Herr Schuster oder wie die andere, ich komme, fällt der Name jetzt nicht aus, von der Dame aus Bayern, ne, alle solche Hetzer und Spalter, die die Völker spalten und gegeneinander hetzen, ist es so, dass Knobloch heißt sie genau, ja, demonstriert mal gegen die, das möchte ich mal sehen. Auf jeden Fall ist es so, dass dort auch immer so lange im Rahmen der Gesetze, und selbst wenn sie sogar teilweise übertreten mit Verboten, die sich dann als ungerechtfertigt herausstellen, so lange provozieren, bis dann halt mal einer radikal wird. Und dann kann man sagen, das sind Rechtsradikale und Rechtsextreme. Ne? Und dann hat man das, was man will. Und das sind dann die, die dann auch bei der AfD ausgeschlossen werden, weil sie ja rechtsradikal sind. Dabei wollten die nur einfach ihr Ding machen. Das können wir überall beobachten, wo diese Zionisten und Linke, die im Prinzip ein und dieselbe Soße sind, miteinander ins Geschäft kommen. Ne? Ne? Ich weiß, dass die Linken ja auch zu Israel gewisse, wie soll ich sagen,
Abstand haben oder so und dass das immer kritisiert wird. Aber diese Antifa-Linken, das sind ja die Deutschland-Verreckesucher, die vom Zionisten dazu aufgehetzt worden sind, Deutschland-Verrecke zu rufen und so weiter. Also bitteschön, liebe Juden, ich habe nichts gegen euch, ich habe nur was gegen euren Zionismus und eure Weltherrschaftsträume, die diese Zionisten haben. Merzt oder geht gegen diese Leute vor, nimmt sie beim Schopfe, zeigt den Leuten, wer wirklich den Antisemitismus in der Welt schürt und dann und zeigt, dass ihr auch gegen eure Extremisten vorgehen wollt. Dann gibt es keine Kritik an euch, gibt es nicht. Es gibt nur Kritik am Zionismus. Und das sind nicht nur Juden, auch die Kollaborateure, die sich diesem Zionismus anbiedern, weil sie dadurch eine gute Karriere bekommen, Geld, Macht etc. Ja, das dazu, das wollte ich noch mal vorher anbringen, weil ja jetzt diese ganz interessante Zeit kommt. Und von daher sage ich mal so, man genau wissen soll, aus welchen Intentionen ich das ein oder andere so oder so kommentiere. Ne? Mir geht es einfach nur darzustellen, was rein menschlich und rein, ja, wie soll ich sagen, was die Beweggründe sind. Wie gesagt, das war, und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich werde eins machen, ich werde dieses Video extra senden und mache dann die Geschichtsstunde extra, sonst wird es zu viel, dann kommen wir zu gar nichts mehr. Es ist so, mir ist wichtig rauszukehren. Ich hasse keinen Menschen, ich hasse nur das, was Menschen tun. Und es gibt auch bei den Juden diese Zionisten, die sich unter den Zionisten zusammentun. Und ihr habt ja selber solche Aversionen gegen diese Trottelleute, die da in Israel sich Rechte rausnehmen, die kein anderer Jude hat, etc., weil und das hinter der sogenannten Religionsfreiheit verstecken. Nehmt euch dieser Leute selber an, bekämpft sie, wo es nur geht, weil wenn ihr verlangt, dass wir unsere Extremisten bekämpfen, dann bekämpft auch eure eigenen Extremisten und dann wird es auch keinen Antisemitismus geben, wenn die Leute merken, ihr wollt auch nur ein friedliches, gerechtes Leben unter den Menschen. Und nicht das auserwählte Volk sein, was über alle anderen bestimmt. Und das ist nämlich der Spruch der Zionisten und nicht der Juden. Ne? Das auserwählte Volk. Ne? Ja, schauen wir mal, wie sich das ergibt, wie ihr euch da positioniert. Und ich werde weiterhin gegen jeden Ausschluss eines Deutschen sein, nur weil er seine Meinung sagt. Ne? Aus welchem Grund die AfD das auch jetzt immer tut. Ich bin da dagegen und solange ihr das tut, kann ich leider meine Stimme nicht mehr einer Partei geben, die im Endeffekt nicht unsere Interessen vertritt, sondern wenn das Veto vom Zentralrat kommt oder von solchen Leuten wie Herrn Kramer, dann sind die deutschen Interessen nichts mehr wert, dann muss der Deutsche fliegen, wurde ausgeschlossen. Ja, gut, wie gesagt, ich mache es jetzt anders, ich tue das Video heute vorher senden. Und mache das Geschichtsvideo jetzt gleich, weil wir haben ja jetzt schon 18 Minuten. Aber das war mir einfach mal zu wichtig, dieses Thema mal relativ ganz klar zu stellen. Und wer Zionisten in Schutz nimmt, der ist selber der Verursacher von Antisemitismus. Und da wird euch kein Gesetz davor bewahren, kein Antisemitismusbeauftragter oder sonstiger, um das aus der Welt zu schaffen. Das könnt ihr nur selber tun. Es gibt immer in auch wenn es zwischen den Partnerschaften Stress gibt, heißt es ja immer, es gibt immer zwei Seiten, die dran schuld sind. Es gibt nie immer nur eine Seite, die dran schuld gibt. Aber nur wenn es um dieses Thema geht, gibt es immer nur eine Seite, die dran schuld ist. Und das kann nicht sein, das gibt es nicht. Ne? Ja, denkt mal drüber nach. Wie gesagt, bekämpft euren Zionismus in euren Reihen. Ganz offensiv, ganz aggressiv und ganz klar. Sorgt dafür, dass Leute wie Soros und Co. keine Macht mehr haben. Und dann wird der Antisemitismus verschwinden. Das ist die meine Botschaft an euch. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Schluss mit dem Video und nehme jetzt das Geschichtsvideo auf. Sonst kommen wir zu heute nicht, zu nichts mehr.